Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema US-Fahrzeuge. Wir haben hier ein Fahrzeug mit 70.000 gelaufen. Der Kunde hat das Fahrzeug mit 50.000 in Deutschland gekauft, ist 20.000 mit dem Fahrzeug in Deutschland gefahren und jetzt haben die Probleme angefangen. Warum? Weil die amerikanischen Fahrzeuge haben eine andere Motorsoftware. Das heißt, die haben auch eine andere CO2-Norm und die haben einen anderen Kraftstoff. Das heißt, wenn so ein Fahrzeug hier in Deutschland fährt, nicht mit den Bedingungen, an die es gewohnt ist, dann fangen die Probleme halt an. Das heißt, wenn ihr so vorhabt, so ein Fahrzeug zu kaufen, macht das in jedem Fall Sinn, die Motorsoftware zu ändern. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt, dann ist das genauso wichtig. Was gibt es für Möglichkeiten? Natürlich hat so ein Fahrzeug auch eine andere Endgeschwindigkeit. Jeder Tuner in Deutschland kann euch die Endgeschwindigkeit entfernen. Dann fährt das Fahrzeug wie ein europäisches Auto. Aber das bringt euch nicht viel, weil die ganze Verbrennung ist immer noch falsch. Deswegen ist auch bei diesem Fahrzeug bei 70.000 der Katalysator defekt. Katalysator kostet bei dem Fahrzeug fast 2.500 Euro. Das hätte alles nicht sein müssen, hätte der Kunde alles rechtzeitig gemacht. Daher bieten wir die Möglichkeit an, über eine Fernwartung oder hier vor Ort die EU-Software umzuprogrammieren. Eine Besonderheit bei den amerikanischen Fahrzeugen ist, dass oft das Motorsteuergerät nicht baugleich ist mit den Steuergeräten bei EU-Fahrzeugen. Das ist ganz wichtig. Daher kann man da nicht einfach eine Umprogrammierung machen, denn die Hardware ist anders. Das heißt, wir haben aber eine Möglichkeit gefunden, wir arbeiten mit den verschiedenen Programmierern zusammen in der Branche, die eine Möglichkeit gefunden haben, eine Lösung für sowas zu bieten. Daher, wenn wir die Programmierung durchgeführt haben, fährt das Fahrzeug mit den EU-Kennfeldern und ist für den EU-Kraftstoff angepasst. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, dann haben wir auch die Möglichkeit, das über eine Fernwartung zu machen. Dabei schicken wir euch ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang und Windows. Wir loggen euch uns auf das Fahrzeug über das Kabel ein und können dann auch solche Programmierungen durchführen, wie zum Beispiel die Motorsoftware anpassen. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, so ein Fahrzeug zu kaufen, können wir natürlich über so ein Kabel auch eine Diagnose durchführen. Dann wisst ihr, was ihr kauft. Wir können die einzelnen Komponenten prüfen, dass ihr auch eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer habt. Habt ihr so ein Fahrzeug schon gekauft und ihr wollt nicht viel investieren, dann kann man das Auto natürlich prüfen und gucken, ob irgendwo Handlungsbedarf besteht. Über das Kabel können wir natürlich auch Komfortkodierungen machen, Updates für bestimmte Steuergeräte oder wenn ihr ein Problem mit dem Fahrzeug habt, zum Beispiel ein Steuergerät ist defekt, dann können wir auch gebrauchte Steuergeräte anpassen. Denn die Niederlassungen können nur neue Steuergeräte anpassen und wenn zum Beispiel ein ABS-Steuergerät neu 2.500 Euro kostet, kriegt man die gebraucht für 200, 300 Euro. Da lohnt es sich natürlich halt da zu sparen und das Ding gebraucht zu programmieren. Auch eine Fehlersuche bzw. eine detaillierte Diagnose können wir durchführen, wenn ihr mit dem Fahrzeug ein Problem habt und ihr eine unabhängige Meinung haben wollt, wo man oder was man beginnt und wo man halt startet. Weil wir haben natürlich sehr, sehr viel Erfahrung mit solchen Fahrzeugen. Habt ihr an sowas Interesse, meldet euch bei uns am besten telefonisch oder schickt uns eine Mail und wir werden dann eine Lösung für euch finden.